Radio Inside. Swiss Made Music. Swiss Made Music. Das ist die Sendung vom Mandy, 24. September. Die Band, die jetzt bei mir im Studio ist, die heisst Lost In, kommt aus der Ostschweiz. Ja, stell dich doch schnell mal zuerst vor. Dein Name, die richtigen Namen. Ja, mein Name ist Stefan. Vielleicht gerade das Wichtigste vorab. Wir heißen alle Gisela zum Nachnamen. Wir sind drei Brüder. Okay. Das ist eigentlich auch der Grund, wieso wir alle aus der Ostschweiz kommen. Wir sind dort aufgewachsen. Dann hat sie sich in die ganze Schweiz verteilt. Für was bist du zuständig bei dir in der Band? Also ich bin der Drummer, eigentlich immer so ein bisschen im Hintergrund, versteckt hinter dem Schlagzeug. Du, wer bist du? Ja, ich bin der Thomas, ich bin der Bassist von der Band, der auch für die tiefen Töne zuständig ist. Und dann haben wir noch den Dritten im Bund, das ist... Das ist der Peter und ich singe und spiele Gitarre. Jetzt, heute hat er einen strengen Tag gehabt, hat er mir erzählt. Ihr seid direkt aus dem Studio in ein Radiostudio gekommen. Genau, wir sind eigentlich vor einer Woche sind wir so richtig dran gewesen und jetzt heute noch so ein bisschen vor allem Gitarren-Solis aufgenommen. Was macht ihr genau für Musik? Das ist eine Rockband. Das ist korrekt, das ist eine Rockband, so ein bisschen im Alternativ-Rock-Bereich. Seither darf man sich auch gespannt sein, wenn ihr nachher zu hören bekommt. Selber noch ein bisschen gespannt, weil so viele Mal haben wir es jetzt eben nicht gehört. Es ist wirklich frisch aus der Presse. Also es ist gar noch nicht richtig gemastert. Das ist wirklich so der erste Mix, den wir eigentlich hören aus dem Studio. Genau. Ihr habt es vorher gesagt, ihr seid drei Brüder. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Wie hat es die Band gegeben? Seid ihr da schon mit 6 im Kindergarten zusammen irgendwie musizieren gewesen in der Freizeit? Oder wie hat sich das ergeben? Eigentlich schon, oder? Ja, es hat schon vorher noch mal irgendwie, vielleicht im Wohnzimmer oder so, mal irgendwie eine kleine Session gegeben, musikalisch vielleicht noch nicht so hochstehend. Okay. Aber es ist dann nachher nicht so gewesen, dass wir das hier durchgezogen haben. Und weil wir doch gerne Musik machen, haben wir dann im Jahr 2010 gesagt, komm, hey, wir kennen uns ja gut, wir haben so ein bisschen die gleiche Ausrichtung, auch musikalisch. Wir versuchen es zusammen mal und seitdem gibt es Lost In. Ja. Jetzt seid ihr eben heute im Studio gewesen. Für was? Für eine CD? Oder was kommt? Ja, also wir nehmen haben eine EP aufgenommen, also einen Extended Player mit 5 Songs kommen drauf. Also eben, es gibt eine CD eigentlich. Er hat 4 Songs mitgebracht heute oben, wirklich frisch aus dem Studio, die ich da gerade direkt ab dem Stick bekommen habe, wo wir jetzt zum ersten Mal über den Äther jagen. Der erste heisst Burn the House. Was erwartet uns dort? Ja, es ist ist, glaube ich, einer der wilderen Songs von diesen 4, die wir heute mitgebracht haben. Ja, ich glaube, wir werden einfach zuerst mal Musik reden und dann können wir nachher darüber diskutieren. Also reden wir nachher darüber, wie ihr Musik macht, wie die Songs entstehen. Hier ist Lost In mit der Premiere bei Radio Inside. Burn the House. Lost In, Burn the House, gute Rockmusik für Radio Inside. Das ist 100% Schweizer Musik, der ganz oben heute. Das Gast ist Lost In. Du hast gesagt, Peter, vorher, du hast den Titel geschrieben. Burn. Ja, den Text habe ich geschrieben. Ja. Ich glaube, den Song selber haben wir miteinander. Also, ich singe eigentlich mehr oder weniger, dass ich jemandem will, das Haus anziehen, weil ich einfach extrem hässig auf jemanden bin. Aber gleich, eigentlich am Schluss gehört man dort im Zwischenteil, vielleicht sagt man die Worte auch nur, weil man Angst hat vor dem anderen Typ. Ja. Also ist das in echt passiert, der Text, wo du schreibst, oder ist es pure Fantasie? Oder ist es wirklich eine erlebte Lebensphase? Da ist alles ein bisschen gemischt. Also, okay, also bist du ein potenzieller Brandstifter? Nein, das gar nicht. Okay. Nein. Aber eben, es inspiriert einen, was man so erlebt oder was andere Leute einem erzählen. Mhm. Und da fließt irgendwie die Texte rein. Was bist du so der Kreativkopf, was Sachen, Songtext angeht? Oder sind da alle ein bisschen drin am Fusten? Oder bist wirklich du da ausschließlich der, der Songs schreibt? Songtext bin eigentlich hauptsächlich ich. Ja. Also vielleicht ändert sich das mal noch. Aber ist schon, wenn etwas nicht stimmt. Ja. Okay. Ja, es ist so. Das meiste ist wirklich aus der Feder von Peter, aber vor allem Songtext. Bei den Songs selber ist es so, dass auch vieles von ihm kommt. Aber wie beispielsweise jetzt bei Burn the House gibt es mal eine Jam-Session im Proberaum. Und daraus entsteht etwas. Und das war jetzt eben beispielsweise bei Burn the House gewesen. Du hast jetzt gerade den Proberaum angetönt. Ihr seid über die ganze Schweiz verteilt. Ist mir das noch kompliziert vor, so einen Proberaum zu haben, weil es ja wirklich nicht gerade im Dorf ist oder so? Ja, da habe ich jetzt Glück, dass bei mir daheim ist. Wir wohnen in einem Haus, also im unteren Stock von einem Haus. Und dort hat es noch
so einen Kellerraum, wo wir uns einrichten können. Mhm. Und wir sind eben in der Mitte ist in Zürich, wo die anderen beiden je etwa eine Stunde haben. Wie muss ich mir so eine Probe von euch vorstellen, wenn ihr zusammenkommt im Proberaum? Ihr seid drei Brüder, familiärer Zusammenhalt. Artet das noch irgendwie aus in einer kleinen Saufparty oder so? Oder wie muss man sich da eure Probe-Sessions vorstellen? Ja, also mit dem Alkohol. Nein, die Proben sind ziemlich seriös. Ja, also okay. Die Proben an sich ist seriös, vor und nachher, also gehen wir uns nicht mehr ins Detail. Aber in dem Fall seid ihr schon so die Rockband, wie sie eigentlich so ein bisschen im Bilderbuch steht. Also im Proberaum sieht es ab und zu chaotisch aus. Ja, chaotisch und ein Bierfläschchen liegt auch rum, das ist schon so, ja. So. Aber das glaube ich nicht nur Rockband, das vielleicht auch Ländlermusik, ich weiß es nicht. Das Zielpublikum, was ist das vom Alter her bei euch? Ja, ich glaube, in unserem Alter, also irgendwie zwischen, ich sage jetzt mal 25, 35, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, oder Musik dafür eigentlich hat, genau. Und Party machen. Der nächste Song, den er mitgebracht hat, ist «The Car». Da geht es um ein Auto. Ja, also indirekt eigentlich geht es um einen Autounfall. Ja, und so um die ganze Überlegung halt, dass man halt vorsichtig sein soll im Straßenverkehr. Ja, und dass schnell etwas passiert ist. Ich würde sagen, hören wir rein. The Car lost in 3 Minuten nach der 8:30. Radio Insight. Einfach besser. Austin ist immer noch bei uns im Studio. Sie haben viel neue Musik mitgebracht, die sie diesen Nachmittag im Studio aufnehmen. Wie muss ich mir eure Aufnahmesessions vorstellen? Wird da jedes Instrument eins aufgenommen oder seid ihr wirklich als Band, die Lieder durchspielen? Also es ist ein Studio, das eigentlich mit Analogtechnik arbeitet. Dadurch, dass es analog ist, kannst du eigentlich nicht so jedes Tönchen rausschneiden und jedes Schlägchen, das du falsch hast, am Schlagzeug nochmal korrigieren. Aber eigentlich finde ich das auch das Faszinierende daran. Mit einem Analogstudio habe ich das Gefühl, man schon noch ein bisschen mehr können als Musiker. Ihr seid der Familie. Was habt ihr so als Band? Was war so der bleibende Moment bis jetzt gewesen, als Band, den ihr erlebt? Ja, es ist eigentlich so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Also, wir machen eben schon lange Musik und Thomas und ich haben dann mal zusammen in einer Band gespielt und wir haben einen Bassist gebraucht und ich habe einen Bass gespielt. Und Thomas ist eigentlich ein Pianist, also ursprünglich hat er Klavier gelernt. Mhm. Dann haben wir einen Bassist gebraucht, dann hat Thomas Bass gelernt, dann haben wir Leute angefangen und nachher haben wir drei uns eben zusammengeschlossen und dann kurz, ein paar Wochen später, hat es schon geheißen, wir können spielen. Ja, und jetzt sicher kurzfristig ist natürlich auch die Studiowoche ein interessantes Erlebnis gewesen, weil wir haben eben gleich noch in dem Studio sogar übernachtet. Schlafsack, genau. «Something to do» ist der nächste Song, den wir haben, würde ich sagen, den wir jetzt mal anspielen. Austin bei Radio Insight, sie haben die Premiere hier bei uns am Äther. Und je nachdem, jetzt jemanden die zu hören, hier bei uns im Programm, weil im System sind sie jetzt nämlich. Die, die jetzt Freude haben an eurer Musik, die zuhören lässt, wo finden die Musik sonst noch im Internet? Auf unserer Homepage, das wäre www.lostin.ch oder auf facebook.com/lostin.ch. Dort sind wir auch immer wieder ein bisschen am erzählen, was wir so machen. Also eine Band, die schon gross im Internet am Werbung machen ist. Ihr habt die Homepage gehört von Lost in www.lostin.ch. Dort findet ihr alle Kontaktangaben, wie man zu euch kommt. Und wir haben noch einen letzten Song, den wir heute oben spielen. «The Same Bar». Das ist eure Stammbar, wo ihr immer reingeht. Oder was muss ich darunter verstehen? Ja, eigentlich ist es ein bisschen die Geschichte eben von einer Bar, wo man früher immer gegangen ist. Und dann ist man irgendwie ein bisschen weggekommen. Und geht dann später wieder mal zurück und man kennt einfach so niemand mehr. Oder es kennt einem niemand mehr. Okay, also so euer früheres Stammlokal. Ich glaube, eben, es ist so ein bisschen Mist zwischen dem, was man erlebt hat, dem, was man so ein bisschen denkt. Oder wo andere erzählen. Also es ist nicht spezifische Bar. Okay. The Same Bar, wo wir hören von Lost in. Danke vielmals, dass ihr heute oben bei uns reinschauen konnte. Danke auch. Merci, dass ihr das gemacht habt. Und super, danke vielmals. Das war zu Lost in aus der Ostschweiz. Same bar, same place, another month, another year. I didn't forget you, but we just fell apart.
Radio Inside.